Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Luigi's Mansion 3. Ganz genau. Beim letzten Mal haben wir ja ein paar Juwelen noch gesammelt zum Schluss. Und natürlich auch die Burg, das Geisterschloss, fertig gemacht. Und heute steppen wir direkt in das Ökohaus, was schon hier mit ziemlich vielen Blumen voran geht. Das sieht mir verdächtig nach einem Juwel aus. Ja, komplett geschenkt das erste. Das letzte. Ja, kann man doch mal mitnehmen, oder? Finde ich ist auch voll okay. So, erstmal das Mikrofon richtig hier machen. Das ist ganz wichtig. By the way, schaut euch das Gras an. Wie dynamisch das ist. Wie dynamisch sich das hier bewegt. Das ist so krass. Es ist unglaublich. So. Wieder ein bisschen Geld. Und auf die Karte sagt mir, geradeaus ist das Aufzugschiff. Was war hier? Hallo? Ach, eine Maus. So. Beim Saugen geht das automatisch weg. Wie cool. Das Ding sagt mir, oben befindet sich der Aufzug. Sass. Ja. Ja. Puzzleteil. Zu viel Donkey Kong gespielt. Ich sag's, wie es ist. Hallo? Dankeschön. Stimmt, einsaugen ist auch so ein Ding, was man tun kann. Aber einsaugen ist tatsächlich die unsauberere Variante dieses Gedönses. Hello. Das ist das höchste Stockwerk von allen bisher. Das größte, meiner Meinung nach. Oh, da vorne ist er. Ja, let's go. Haha. Ja, ziemlich geschenkt. Das finde ich gut. Was passiert da? Ja, eine kleine Pflanze. Ja, ist ja jetzt nicht so schlimm, hier ein bisschen eine Pflanze kaputt zu machen. Aber einen riesigen Baum zu fällen. Ich glaube, das ist die wahre Challenge. Oh, und den Gärtner vielleicht besiegen. Heißt der Gärtner? Ich habe keine Ahnung. Wir sollten schleunigst nach oben kommen. Und ich kann nicht mehr reden. Und den Aufzugknopf einsammeln. Da würde ich sagen, steppen wir nochmal ganz schnell nach oben. Schütteln bringt nichts. Aber der Mario Odyssey Speedrunner kommt hier aus mir heraus. Ja, was kriege ich hier? Nur Geld? Ja, okay. Was passiert da? Er macht einfach die Leiter kaputt. Kann ich jetzt da drüber laufen oder wie? Ah ja, okay. Dann ist ja entspannt. Und hier kann ich dran saugen und dann muss ich schwingen. Oh ja. Links! Rechts! Links! Hier, rechts und wunderbar. Ja, entspannt. Easy. So, hier geht's weiter. Oder auch nicht. Was passiert hier? Ah ja, eine kleine Explosion. Mit ein bisschen Geld. Ich glaube, wir müssen hier stattdessen durch die Tür. Warum macht ihr die so langsam auf? Ah, dahinter ist die Tür. Ja, wunderbar. Bisschen Geld. Ja, was ist hier dahinter? Hä? Ah! Da kann Luigi rein. Ich sehe das da so schlecht. Den gucke ich immer ab und zu hier bei der Aufnahme. Weil das Aufnahmefenster ist actually größer.
Weil das Aufnahmefenster immer rangezoomt ist. Aber ist jetzt hier was? Hier muss da was sein, wenigstens. Ja, ja, ja. Schön, das Ding hier. Also, ist, na, es ist nicht größer, aber ich kann näher hin zum Gucken. Ich kann nicht ewig bis zum anderen Monitor, andere Ende der Welt hin. Deswegen. So, befreien wir die Tür. Aber wir können diese Blätter absaugen. Gibt's hier noch mehr? Hier gibt's bestimmt noch mehr. Der Schrank ist sass. Hier hinten sind ganz schön viele... Aha! Aha! Oho! Das Geld nehme ich doch ganz, ganz gerne mit. Ey, das Spiel ist so detailreich und gut gestaltet. Also wirklich, jeder, der sich das hier nicht gibt, das ist schon ein bisschen schade. Tatsächlich. Ich könnte hier 10 Stunden lang im selben Raum rumlaufen. Und vermutlich würde ich immer mal wieder... Oh Gott! Geister! Oh, ich muss hier das erst wegsaugen. Ja, kein Problem. Und man entdeckt immer wieder irgendwie was Neues, über das man sich freut. Das finde ich voll schön. Also wirklich. Noch ein Haraldsson. Warum war der jetzt nicht gestunt? Das ist ein bisschen weird hier. Gegenhalten, gegenhalten, bitte! Auf euch drauf, auf euch drauf hier. Gar nichts könnt ihr. Und euch beide habe ich. Zack. 1, 2 und 3. Let's go. Kann ich raus? Das wäre super cool, wenn ihr jetzt nicht nochmal Geist kommt. Oh, die Pflanzen könnte ich sogar nach einer Zeit wieder schließen. Wie cool ist das denn? Oh, Kirschblüten. Warte. Hui! Das nehme ich mit. Also Geld gibt es in dem Spiel echt viel. Also hier wirklich Geld zu verpassen ist schon schwer. Da ist das nächste. Oh, aber da braucht... Ist das eine Schlange? Oh, okay. Aber da muss ich bestimmt mit Guigi irgendwie von unten hin. Ja, erstmal nehmen wir doch hier den Goldbarren mit. Warum denn nicht? Rumliegende Goldbarren würde ich nicht rumliegen lassen. Oh, hier gibt's Geld. 14.000 haben wir schon. Ich sag mal so, viel falsch machen tun wir damit jetzt nicht. Und hier ist auch der Durchgang. Nach... Oh, hier sind zwei. Ich wette, der führt uns nach hier oben zu dem vorletzten Juwel. Wunderbar, nehmen wir das direkt mit. Steppen aber noch nach unten, um die zweite Röhre abzuchecken. Oh, aber wenn die uns nur nach oben bringt, müssen wir wieder nach unten. Deswegen nehmen wir doch noch zuerst hier die Kiste mit. Und dann können wir gucken, was uns... Was war daneben? Was uns denn oben erwartet? Erstmal nur Geld hier? Okay, scheinbar schon. Vielleicht kommen wir auch unten wieder raus und es kommt Geld durch die Röhre. Das gibt's ja ab und zu, dass wir ein bisschen durchschlendern und dann kommt Geld raus. Aber scheinbar nicht. Deswegen steppen wir hier durch. Ist das der Ausgang? Ja. Genau, hier kamen wir gerade eben nicht rüber. Und ab nach oben. Wunderbar. So wunderbar dann vielleicht auch nicht. Das sieht mir aus wie eine Ananas. Ja, ist ein bisschen größer geworden, die Ananas. Oh mein Gott. Aber das passt schon. Oh, wir müssen jetzt was machen? Wahrscheinlich im richtigen Timing. Oh mein Gott. Da nach oben kommen. So, jetzt. Aber das ist ja auch gar kein Problem für den einzig wahren Casebomb. Da könnt ihr doch auch mal hier ein Abo da lassen. Ich wollte das Ding sein. Ist der Geist noch hier? Ist er weg? Ich schätze, er ist weg. Ja, bisschen. Bisschen das Geld hier. Wie mache ich die Dorn weg? Ah, hier dran saugen. Alright, alright. Was kann ich hier mitmachen? Kann ich dich bitte hier mal... Hallo? Ich würde dich gerne umwerfen und gucken. Das geht nicht kaputt. Oh, warte. Ist das, weil das so schwer ist? Kann das Bruchstellen kaputt machen? Okay. Dafür ist es scheinbar da. Was habe ich jetzt hiervon?
Nur so als theoretische Frage. Ich kann da nicht durchs Fenster gucken. Ich kann hier gar nichts machen. Ja, cool. Das kann ich auch kaputt machen. Tun wir das doch. Ein bisschen Geld kann doch nicht schaden. Oh, die Toilette ist auch kaputt. Ja, gut. Dann nehmen wir doch die Toilette hier auch gleich mal mit. Und hier ist so ein Saugeding und... Ah, und außen war... Deswegen sind wir nicht weitergekommen und das ist jetzt weg. Ja. Easy going. Das glitzert. Ist da was? Wahrscheinlich nur eine Illusion. Wunderbar. Oh, cool, dass da das Ding liegt. Hier wird ein neuer Geist introduced. Habe ich das richtig gesehen? Aber diese Schüssel liegt uns im Weg. Das sind wirklich In-Game-Cutscenes. Bisschen mehr Leben hat der Herr Kollege. Aber jetzt irgendwas Spannendes gemacht hat er ja nicht. Oder? Einen wunderschönen guten Tag. Oh. Hallo? Oh, müssen wir dem erst die Blätter absaugen? Ich komme hier nicht weg. Das ist mega unfair. Ich glaube, wir müssen ihm erst die Blätter aus dem Gesicht saugen. Der trifft... Das ist mega unfair, dass er mich die ganze Zeit treffen kann. Ich hoffe, da gibt es jetzt gleich... Wunderbar, saftig, lecker, schmeckotastisch. Herzen für... Noch weiter zappeln lassen. Weiter, weiter, weiter. Es gibt nämlich tatsächlich, das weiß ich, ein Achievement, wenn man diese sehr freundlichen Kollegen hier direkt mit einem Schlag komplett aus dem Leben feuert. Das sollte auch eigentlich gar kein Problem sein. Deswegen, ja. Hat der jetzt mit einem Herz überlebt? Dankeschön. Dankeschön. Eigentlich kann man die mit einem Mal komplett von Anfang bis Ende besiegen, wenn man sie richtig zappeln lässt, etc. Das ist gar kein Problem. Deswegen, ja. Ganz entspannt gehen wir das hier an. Erstmal nach hier oben. Und nicht schon wieder so eine Ananas. Ich habe doch schon fast keine Leben mehr. Ach ja, jetzt sind es zwei. Boah. Gib mir hier schön die Herzen. First try, guys. First try. Nein? Ich hab mich nicht erschrocken. Das war geschauspielert. Ja. Yeah. Hoho. Oh. Da habe ich mich aber fast erschrocken. Da habe ich mich sehr fest erschrocken. Das war sehr, sehr gruselig. Natürlich nur meine Schauspielkunst hier. Hier riecht es schon wieder nach Geistern. Ich weiß nicht, warum immer, wenn es so düster ist. Das kennt man. Ich glaube, jeder kennt das. Das ist eine Kettensäge. Eine Kreissäge, Entschuldigung. In Luigi's Mansion 3 gibt, mit der wir alles zersägen können. Ah, jawoll. Hier noch ein bisschen. Und den Sessel auch noch. Das Gras sehe ich gerade. Können wir auch mähen, scheinbar. Ja, okay, jawoll. Und hier den Blumentopf. Und das Bett wird auch hier. Ah. Da oben ist eine Kiste drauf. Wenn ich das alles zerstöre, kommt die Kiste runter. Ist das das, was ich erwarten darf? Ich weiß es nicht. Aber ich mache jetzt mal alles kaputt, wo was hier noch steht. Ja. Das ist scheinbar wirklich hier die Lösung. Ich leg das Ding mal ab. Und wir schauen in die Kiste. Darin befindet sich nur Geld. Schade. Hätte jetzt ja auch ein Juwel sein können. Ich glaube. Also ich glaube nicht. Ich denke, ich weiß, wir müssen hier durch. Den Schrank können wir natürlich auch kaputt sägen. Aber hier befindet sich nichts drin. Gut. Genug Schabernack. Oh mein Gott. Was passiert?
Was soll ich tun? Oh, Guigi. Mach mal hier mit der Säge. Hey, ich säg deinen Arm ab. Okay. Easy going im first try. Man wird auch wieder geheilt. Gar kein Stress. Und wir steppen in den nächsten Raum. Das ist der Raum der Wassermelonen. Wie cool. Kann ich die rumschleudern? Ich denke schon. Ja. Das ist eine große, wo wir wahrscheinlich zwei für brauchen. So. Und Luigi, der Held. Hä? Was war das denn? Warum hat Luigi aufgehört? Oh. Ja, ein paar kleine freundliche Geisters. Da habe ich gar kein Problem mit euch ein bisschen hier zu bekämpfen. Ich finde das Schleudern ist so cool. Wir sind wieder in so einem Raum. Hier gab es bisher immer Juwelen. Meint ihr, hier gibt es wieder eins? Ich weiß es nicht. Hashtag Wassermelonensucher in die Kommentare, in den Chat, wie auch immer. Oh, ich kann hier Wasser anmachen. Aha. Oh, oh, schaut mal in den Spiegel. Hier ist ein unsichtbarer Durchlass. Wie wunderschön. Nein, den Räumen sollte man sich hier ganz, ganz gut umgucken. Oh, nee. Ich wollte eigentlich direkt loslaufen hier dann. Nicht nur das. Ich sehe hier auch eine Geldquelle. Guys, wenn ihr Spinnen habt, nicht einsaugen. Einfach warten, bis sie Geld ausspucken. Das ist der Raid to go. Oh, da ist Wasser. Oh, müssen wir jetzt erst das Wasser oben abdrehen oder wie? Nee, saugen. Oh mein Gott, hör doch auf. Nee, da muss es einen anderen Weg geben. Oh, ich glaube, ich gehe mal weg, damit ihr das auch seht. Also, wir haben hier Wasser. Aber... Ah! Ein unsichtbares Rohr einfach, okay. Oh, nee, da ist noch eins. Und was habe ich jetzt davon? Jetzt wächst hier die Pflanze, oder was? Oder komm, muss ich noch ein Rohr machen? Nee, hier wächst die Pflanze. Und was ist drin? Ein Juwel! Ist das nicht schön? So. Steppen wir hier raus. Und gehen mal weiter nach oben. Oh, wir sind fast da. Wir sind fast da, Guys. Ist nicht mehr weit. Meine Frage ist, wie komme ich hier weiter? Kann ich das pusten? Ah, stimmt, da war was. Und damit kann man sich Wege erzeugen. Ich glaube, dass ich mich daran erinnern kann. Kann sein! Kann aber auch nicht sein. Ich spiele das Spiel tatsächlich gar nicht so häufig. Ich habe das Spiel vielleicht 2-3 Mal erst durchgespielt. Was relativ... hallo? Was relativ wenig ist. Ja. Und... Wowie! Deswegen keine Ahnung, was mich noch alles... Also ich weiß, was mich so ungefähr erwartet. Aber alles auswendig kann ich euch jetzt nicht sagen, tatsächlich. Was ich aber... sehe und voraussagen kann, ist, dass hier was Besonderes drin ist. Ein Zimmer, okay. Und ein paar Raben. Ein paar Vögel. Und wisst ihr was? Vögel sind das Wort. Oder sind die Wörter. So. Steppen wir nach hier oben. Oh, Cutscene. Mit Birds, because Bird is a word. Well, don't you know about the bird? Well, everybody's talking about the bird. Well, a bird, bird, bird is the word. Well, don't you know about the bird? Well, everybody talking about the bird. Well, a bird, 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 bird's the word. Well, a bird, bird, bird,
Bird is the word. Ey, ich bin leise, ist ja gut. Steppen wir mal hier hindurch. Okay. Was erwartet uns denn in diesem Pilzraum? Ja. Luigi, du solltest vielleicht nicht davon essen, aber das ist nur so meine persönliche Einschätzung. Das ist doch maximal sass hier. Also, wenn man hier nicht durch kann. Und man muss die wirklich... Luigi, kannst du die auch ansaugen, bitte? Danke. Kann ich hier durch? Ja, nein. Ich stehe da drinnen, aber Luigi schafft es trotzdem nicht, das anzusaugen. Luigi ist ein bisschen weird, aber wir können hier nach unten. Okay. Oh mein Gott. Drei wunderbare Spinnen mit extremst viel. Ein Wunder, vielen Dank dafür. Ein Wunder, vielen Dank. Hashtag Wunder, vielen Dank und Hashtag Melonensucher. Dann komme ich wahrscheinlich mit Luigi durch. Nein? What? Hallo? Da hinten kann ich durch, da ist eine Röhre. Die bringt mich bei dem Juwel raus. Wunderbar. Oh, uns fehlt nur noch eins. Uns fehlt nur noch eins. Wo wird das letzte sein? Eben war es doch noch hier. Okay, das ist wahrscheinlich alles hier unten. Macht der irgendwas? Nö. Doch, der muss was machen. Die sind so sass. Hä? Was war da? Ah, okay. Ich wollte eigentlich erst saugen, aber der hat nichts gemacht. Vielleicht bin ich auch schon mit meinen 2 Zentimetern. Die Konsole steht genau hier. Vielleicht bin ich damit auch schon zu weit weg. Aber das war auch nur für Geld. Wie komme ich da drauf? Ich weiß es. Doch, ich weiß es. Wenn wir dieses Gefährt nämlich... Ah! Steuerung, bitte, mach's mir nicht so schwer. Hier hin bewegen, können wir da rechts hochlaufen. Aber da ist noch ein Schrank, den ich ganz gerne öffnen würde. Vielleicht befindet sich da ja auch das letzte Juwel. Ich schätze nicht, aber... Eine Perle! Kann man mitnehmen, warum denn nicht? Und jetzt können wir hier hoch, den Jump machen und dahin. Ja, okay. Okay, ganz entspannt. Oh, hier kann Luigi rein. Und das, würde ich sagen, tun wir doch auch direkt mal. Ich sehe nur auf der Map, wo er lang geht. Ganz skurril. Wo ist er denn? Da unten. Ja, nimm mal das Geld noch mit. Das schmeckt immer gut zum Frühstück. Ihr wisst Bescheid, Guys. Und ich steppe mal nach hier oben. Oh, hier hat er jetzt 2-mal gebounced. Oh, okay. Hier ist ein Geist drinne. Nein? Warum bewegt sich das? Das ist aber jetzt sass ein bisschen. Keine Geister diesmal? Okay. Da drüben ist was. Ah ne, da müssen wir hin für das Juwel. Für den Aufzugknopf. Vielleicht hätte hier so eine unsichtbare Wand sein können, so. Apropos unsichtbare Wand, Boden, Decke. Ah, wir müssen das wahrscheinlich ansaugen. Anstatt zu pusten, diesmal saugen. Ja, okay. Ich dachte, dass wir da vielleicht mit einer unsichtbaren Brücke, jetzt habe ich es nicht, Wand, rüberkommen. Und somit auf die entspannteste Art und Weise das letzte Juwel bekommen. Aber... Blöde Vögel, geh doch weg hier. Hallo! Unfassbar, die Vögel von heute. Geht gar nicht. So, hier pusten wir nochmal ein bisschen. Und dann geht es auch schon. Ich habe das abgerissen. Ja, aber warte mal, wofür ist denn das hier dann? Ja, die denken, ich sehe das nicht. Ist hier das letzte Juwel? Wie krass. Hallo? Hä? Okay. Hier sind wieder so Blätter, die ich wegsaugen kann. Das sieht mir aber nicht nach Juwel aus. Oh, hier ist ein Durchgang. Ja. Hä?
Das war da vorher noch nicht. Wir sind da vorher vorbeigelaufen, das war da noch nicht. Safe nicht. Das war da nicht. Okay. Haben wir alle Juwelen direkt first tried? Ich bin so stolz auf mich selber. Ist der Wahnsinn. So. Der blöde Vogel ist tot. Oh, der gibt aber Geld. Vögelgeist müsst ihr immer mit eurem Staubsauger anleuchten, dann geben sie Geld. Einfach öffnen. Ah. I see. Wir müssen das von beiden Seiten machen. Und dann kommen wir an den Aufzugknopf. Wunderbar. Guigi, du hättest das jetzt auch fangen können, Herr Kollege. Müssen wir jetzt alles wieder nach unten laufen. Nee, wir kommen ja nicht mehr zurück. X, was X? Hä? Nee, Luigi, du fällst ja noch runter, Kollege. Ach so. Hui. Ja, dann einmal nach hier unten. Holen wir uns den Aufzugknopf und raus hier jetzt endlich. What the hell is going on here? Wer bist du denn? Ah. Wir haben eine Kettensäge. Guys, ich weiß, worauf das hinausläuft. Die Pflanze schützt ihn. Oh mein Gott. Ah! Was muss ich tun? Was ist... Ich bin hier. Guten Tag. Oh mein Gott. Hallo. Oh mein Gott. Nee, bitte nicht. Kann ich ihn jetzt blenden? Nee. Oh, jetzt die Kettensäge. Oh, okay. Die Pflanze muss sich wo festfressen? Okay, ja, okay. Und jetzt auf ganz entspannt hier. Ich hoffe, das ist kein gescripteter Kampf. 2, 3, 4. Doch, ist es, weil sonst hätten wir ihn jetzt 5-mal schleudern können. Manche Kämpfe wissen wir schon, können wir skippen. Oh, wir können die auch kaputt machen. Kann ich ihn direkt auch ansägen, so? Das geht nicht, wir werden so getroffen werden. Okay, wir brauchen wieder so ein... Oh, nee. Und mach mal hier deine Angriffe, komm. Nein, nein, nein. Nee. Hier hinter verstecken, so. Schnell die Kettensäge. Ist keine Kettensäge, ich weiß. Ist eine Kreissäge, aber ab mit der Pflanze. No, das hat nicht geklappt. Oh mein Gott. Nee. Jetzt. Wunderbar. Lauf, lauf, lauf. Ich hab die Säge. Doch, wir können ihn finishen. Wir können ihn auf ganz entspannt finishen. Ja, können wir. 1, 2, 3 und 4. Wundervoll. Jetzt wirft er die nach da oben. Das ist nicht dein Ernst. Muss ich jetzt nochmal hochlaufen? Was ist das für ein Schmutz hier schon wieder? Also, nee. Der Gärtner könnte aber ein bisschen freundlicher zu mir sein, Mensch. Schließlich habe ich mich gut darum gekümmert, dass deine Pflanzen immer frisch geschnitten sind, ja? Ah, okay, ich verstehe schon. Wir müssen wahrscheinlich einfach diese Pflanze hier gießen. Okay, jetzt aber genug gepflanze. Ich bewerte einfach mal hier die Etage. Ich sag, die Etage ist eine 7 von 10 oder eine 6 von 10. Ich finde es ein bisschen langatmig. Tatsächlich haben wir jetzt 30 Minuten für die gebraucht. Ist nicht schlecht, 30 Minuten, aber im Vergleich zu den anderen halt zu lang. Aber ist ja gar nicht so schlimm. Ich finde, ist eine schöne Etage. Designtechnisch, genauso wie hier dieses Saugen, dass das Gras sich so ultra anpasst an unsere Saugfähigkeit. Dass das Game flüssig in 30 FPS hier auf der Switch läuft, ist einfach ein Wunder. Das ist so krass.
Vergleich das mal mit Pokémon. Joke, tut das nicht. In keiner Weise ist Pokémon mit Luigi's Mansion vergleichbar. Ist ja auch egal. Also, eine 6 von 10 ist okay, ist so ein Mittelding. Ich würde sagen, beim nächsten Mal gucken wir uns dann die 8. Etage an. Und zwar das einzig wahre und damit auch meine allerliebste Lieblingsetage. Das Filmstudio. Und Guys, wenn euch die heutige Folge gefallen hat, lasst einen Like da, abonniert den Channel, dann verpasst ihr das krasse Filmstudio nicht. Es wird der Wahnsinn. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao, Leute.